Kommt zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hab mal ein paar Level gekauft, wie ihr seht. Wird mal Zeit, oder? Oh, so geil das Ding, ey. Zack. Schön ausgeglichen. Der Magieschaden ist halt beim Konter schon ziemlich nice. Scheiße. Ja. So. Das sind meine Waffen, das sind meine Inventare. Der Schlegel. Er sieht optisch schon ziemlich nice aus. Kette ist natürlich auch der Hammer. So, Level haben wir zusammen. Das Beste ist, wir haben den Okolyten. 75 Gesundheitsregeneration und Lurker. Mehr und noch mehr Währung. Wenn wir Dinge zerstören. Also, und das finde ich gut, die wir merken, wo wir hergekommen sind oder den letzten Port hatten. Wir gehen jetzt zurück zum Frachtschiff. Und suchen uns jetzt die nächste Todsünde, meine lieben Freunde. Wir überlegen, ob wir, wenn wir das nächste Mal starten oder vielleicht gerade noch was haben, dass wir uns einmal diesen anderen Auserwählten einmal krallen, wo auch immer der rumläuft. Hat mich Bock, noch ein Item nochmal hochzupushen auf Maxwert. Und den nächsten Auserwählten, der mir spontan einfällt, war halt, wie gesagt, da unten im Skelettfenster. Aber jetzt auch ganz ehrlich, warum mache ich es nicht jetzt? Das ist doch jetzt mal eine gute Frage. Warum mache ich es nicht jetzt? Lass dir Zeit. Wo war denn der schmutzige Auserwählte? Der muss ja irgendwo hier gewesen sein, ne? Nee, der muss in den Katakomben gewesen sein. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, an welche Ecke der war. Der war irgendwo, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Okay, machen wir das erste Katakomben. Ich glaube, dass er da irgendwo direkt am Anfang schon war. Aber das finden wir raus. Ich will diesen Auserwählten platt machen. Mittlerweile weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Sieht gut aus, ne? Und, gibt's jetzt 15? Jo, 15. Sauber. Ja, ich kann eigentlich alles kaputt machen. Hier war anscheinend mein Secret. Oh, da krieg ich Damage. Da muss ich mich gerade dran gewöhnen. Ich muss ja mit Feuer dadurch. Ich bin schon gewohnt, mit dieser Form die ganze Zeit rumzulaufen, weil ich die sehr mag. Nee, wo war denn der Kollege Schweifel? Geht gut an. Ich glaube, ich muss irgendwo zurück, ne? Wo war das denn? Das war irgendwo mit Bogenschützen und so ein Scheiß. Ich weiß das noch, weil wir da mal lang gelaufen sind. Da musste ich eine Brücke hochgehen. Ich habe mittlerweile gar keine Chance mehr, ne? Ja, genau! Hier, da ist er. Hier muss das gewesen sein, genau. Wo kommst du denn eigentlich immer wieder her? Horn die neu? Vielleicht habe ich eine unendliche Lurkerquelle. Hallo? Ich meine, der alte Sack war hier oben. Das wird jetzt lustig, wenn ich verrecke. Aber ich habe noch eine Chaosgestalt. Komm her, Auserwählter. Du bist ein Auserwählter. Und meine
das seht ihr? Am Anfang sind wir gegen den gescheitert wie sonst was. Und jetzt easy peasy. Engels Artefakt ist auch noch gratis. Das ist übrigens das Engels Artefakt, was mir fehlte, damit ich es einlösen konnte. Ich glaube, genau eins. Nice. Da reiße ich den Laden doch nochmal extra ab, ey. Richtig gut. Oh, das hat sich sogar noch gelohnt. Ah! Mach den Laden fertig, ey. Ja, 100%. So muss das sein. Mehr mit den Seelen. 1000 extra Seelen nehme ich auch noch mit. Nächste Essenz eines Auserwählten. Sehr, sehr schön. So, Wohlgren, wo warst du, Arschnase? Du musst hier gewesen sein, ne? Womit kann ja, Schlangenlöcher, komm. Lass dir Zeit. Dann machen wir nämlich den auch noch gerade sauber weg. Ha! Dann habe ich die beiden, die ich auf jeden Fall auf Max haben will, auf Max. Oh, das ist so sweet. Richtig, richtig gut. Das, ey, was ich dann am Boost hier habe, innerhalb kürzester Zeit, ist ja richtig geil. So, komm her, sprich mit mir. Was darf es sein, Reiter? Verbesserung verstärken. Mal sehen, so. Was ich für dich tun kann. Du bist schon ausgewogen, ne? Das wäre richtig geil. Ja. Auch das ist nett. Also es gibt mehrere. Wahrscheinlich gibt es genauso viele Auserwählte, wie hier stehen. Aber ich nehme momentan lieber... War das der Engelsweg? Der Chaosgestalt und Schaden. Ja, das ist das Sinnvollste. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Das ist absolut Sinnvollste, was ich tun konnte. Viel Glück, Fury. So. Jetzt wird gepimpert, wollte ich schon sagen. Jetzt wird gebasht. So. Komm, den verfütter ich dir auch noch drauf. Und ab zum Frachter. Lass dir Zeit. Und dann gehen wir nach unten und suchen uns die nächste Todsünde. So sieht's aus. Sehr geil. Ja, wie gesagt, Leute, mit Autos kann ich halt absolut nicht mitreden, ne? Nicht wundern. Gerne ein anderes Thema. Aber bei Autos bin ich raus. Lasi, hat bei dir alles geklappt, ne? Wie gesagt, du kannst dich im Discord übrigens, wenn du willst, umbenennen. Einfach in Lasi oder wie auch immer du möchtest. Oder kannst auch die Lase lassen. Freue mich aber, wie gesagt, generell, dass du reinschaust. Alte Familie sieht man immer wieder gerne. So, was habe ich denn hier Schönes? Wow. Ich bin jetzt nicht sicher. Ist dieser dieses Ding, ist das eine Todsünde? Oh, ich kann schon mal nicht unter Wasser. Mit ausgerüsteter Kraftfähigkeit kann Fio unter Wasser laufen? Ja, weil ich jetzt schwer bin, oder was? Spiel, möchtest du sagen, dass ich fett bin? Ja, ich bin einer der vier Reitern. Ich kann zwar unter Wasser atmen, aber... Nö. Lasi klingt cute. Weiß Bescheid, Lase. So. Bam! Lief alles gut. Ja, wie gesagt, die generell Discord ist super Sache, ne? Hast gesehen, wir haben einen recht aktiven Chat. Also ich bin tatsächlich sehr froh. Wir haben einen sehr, sehr aktiven Discord. Das freut mich immer sehr. Und du kannst halt tausend Sachen damit machen, ne? Und die Handy-Integration von dem Gerät ist der Hammer. X, das habe ich nicht gehört. Ich benutze das wirklich auch permanent auf dem Handy. Schau mal rein, wie geht's den Leuten? Was gibt's Neues? Will ich jetzt schwimmen oder will ich singen? Bin da gerade noch nicht sicher. Ich glaube, ich gehe erstmal runter. Mach los. Was? Wie, mach los? So,
So, wo geht's denn hier lang? Da bin ich doof? Jetzt sag nicht, das war einfach nur eine schmale Hütte, in der ich nicht weitergehen konnte. Das heißt, folge dem Vieh unter Wasser und dann ist hier gar nichts? Glaube ich nicht. Ah ne, hier geht's weiter. Okay. Fett ist gleich mehr zu knuddeln. Danke, Lucy. Fische. Fische finde ich übrigens äußerst ungeil. Ah, hier kann ich nicht werfen, oder was? Sind die Fische jetzt tot? Ernsthaft? Oh Gott, wie anstrengend. Okay, gibt es hier oben irgendwas, was sich lohnt? Haben wir irgendwas in die Ecke gepackt? Sushi! Sushi ist saugeil. Ich stehe voll auf Sushi. Oh Scheiße, ich habe bisher noch nichts aus dem Meer gefunden, was ich nicht mag. Ich stehe voll auf Meeresfrüchte, Fisch, esse alles. Ist egal. Alles geil. Bin ja komplett... Es ist aber schon hübsch gemacht. Jetzt guckt euch mal die Umgebung an. Ne? Okay, ich scheine ein bisschen heiß zu sein, weil ich blubber, aber ansonsten... Schon nice, ey. Ach, hochklettern kann ich doch noch. Aha. Er wollte alle Tiere aus dem Tierpark essen. Das sind Tiere. Und wofür müssen sie ja da sein? Ich möchte hier durch. Es ist im Wasser heller als außerhalb. Tatsächlich. Lol. Ich wusste, irgendwas ist doch faul an den Geräten. Ernsthaft? Schlauch, Remake, Schlauch? Tatsächlich, Schlauch. Guck mal. Das Zebra schmeckt doch nur nach Schein. Es liebt alles aus dem Meer. Reißt damit jede Frau auf. Lollkeks. Okay, wir haben jetzt einen Mix aus Unterwasserlevel und Dungeon. Na dann. Mit der Waffe hole ich mir jetzt mehr Leben und mit der anderen mache ich mehr kaputt. Ey. Ja, ja, kreisch mal du rum. Ah, guck mal. Geht doch. Eins, zwei, drei. Bum, bum, bum. Es gab keine Zebras. Celodil, einen wunderschönen guten Abend. Weil schon alle aufgegessen hatte. Genau deshalb gab es keine Zebras mehr. Die Sünde konnte wohl entkommen. Vielleicht sollten wir... Sie kann nicht weit sein. Ich werde sie suchen. Genau das wollte ich sagen. Alles klar, wir suchen die Sünde, liebe Freunde. Freut euch drauf. Sündenparty bei Sly. Vom Bulgur. Womit könnte das? Wird uns wie du willst. Hast du eigentlich schon neue Fragmente immer noch nicht, ne? Du lieb wohl vorerst. Lutscht auch die Schnecken aus ihren Häusern. Alter, ihr habt halt Vorstellungen, ey. Das ist schlecht, ein Franzose. Na, wo ist Seth noch da? Na, habt ihr ein Glück, dass der das nicht hört. Seth ist nämlich zufällig da so ein Hype. Ernsthaft? Jetzt muss ich das Level betrachten aus zwei Perspektiven, oben und unterhalb. Oh, hab hier gar keinen Bock drauf. Die Tiefen! Yay, ein Unterwasserlevel. Okay, wisst ihr was, wir machen... Oh mein Gott, warum? Es ist riesig und weitläufig. Warum?
ist bestimmt ein Secret nach hier oben. Na, wer hat recht? Kein Secret, aber naja, zumindest irgendetwas. Obwohl, da ist ein Secret nach oben. Oh, super, jetzt muss ich dreidimensional denken. Oh, habe ich da Bock drauf. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder? Ihr sagt mir jetzt nicht, Alter, hier ist eine Wand. Ja, also schön, dass sie hier sind. Sie können an dieser Mauer hochklettern. Das war's dann aber auch. Die Gelegenheit der Level-Designer, sich an denen zu rechnen, die auf den Schulhof geschubst wurden. Ja, ist doch wahr. Guck mal, weißt du, da denkst du jetzt so, okay, wirst du hier lang gehen können? Ja, Arschloch. Weil, wie komme ich drauf, das zu denken? Hier oben leuchtet es lila und ich habe hier diese Kristalldinger. Also ich bin dafür, ich forsche jetzt erstmal oben lang. Ja, bevor ich unten lang gehe. Außer ich sehe Loot wie hier. Dann können wir auch schon mal gerne nach unten gehen. Irgendwas stöhnt hier doch schwer rum und ich bin's nicht. Oh, hab ich da Bock drauf, ey. Aber es ist schon cool gemacht. Ich kann zumindest das Wasserlevel auch gehen. Ärgerlich, ich habe halt nur die Waffe. Aber okay, shit, happens. Wird halt gewippt. Mal, da schnauft doch irgendwas rum. Was, da kann ich mich nicht festhalten? Willst du mich dir verarschen? Du hältst dich sonst an allen fest, außer daran? Okay, dann... Oh, ich glaube, ich hasse das Level jetzt schon, Leute. Okay, ist offiziell, ich hasse das Level jetzt schon. So viel, warum so riesige offene Dinger, ne? Naja, okay. Okay, da oben kann ich was kaputt machen an den Decken. Das ist schon mal nice. Und hier kann ich langfahren. Das wollte ich jetzt nur wirklich nicht. Gut, dass ich ins Wasser gefallen bin. Dadurch habe ich das gerade mich noch aufgehalten. So, noch irgendwo einer, der Ärger will? Nein? Gut. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie ich hier lang kraxeln kann. Ich muss sagen, es kraxelt sich tatsächlich sehr gut. Ich weiß nur noch nicht, wo es hinführt. Wahrscheinlich zu dem einen Bereich, den ich eben vermutet habe. Und bei meinem Glück ist noch genau so ein kaputt machbares Ding im Weg. Es spielt sich wie so eine Riesenbombe. Ja, und ich bin genau da, wo ich es vermutet habe. Okay. Wie das hier einfach nach Dungeon stinkt, ne? Mal ohne Scheiß. Ja, gehen wir rein, ne? Was habt ihr noch Schönes geschrieben? Ruf den Doktor mit seiner Enterprise. Putzkraftslei auf die Brücke, am Wasser festhalten. Ich wünsche dir geil. Ey, Viseria Cleanup Manager, ist aber schon ein bisschen her, Leute. So, gib mir die Area. Ich weiß genau, dass jetzt hier so ein Scheiß stattfinden wird. Leck mich doch mal. Wir machen jetzt hier Party, Jungs. Woohoo! So weit überlebt du. Na komm. Woohoo! Ja.
So. Ich dachte, hier ist Area. Sehe nichts. Ich dachte, hier gibt es was zu tun. Scheiß gibt's hier zu tun. Ladungsfragment, immer her damit. Kann ich das Licht aufblasen? Okay, Lichter kann ich nicht aufblasen. Alles klar. Was muss ich denn hier kaputt machen, damit ich den richtigen Trigger finde? Und die Folge schon wieder vorbei. Alter, die gehen aber auch am Stück weg wie geschnitten Brot. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Sly. Ciao.